gerade, ich will mein Food-Tagebuch machen. Und ich fange auch gleich mal an, weil es ist relativ viel geworden in den letzten 3 Monaten und ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe mir auch diesmal die Sachen auch angeschaut, damit ich circa weiß, was ich euch zeige, weil das ist ja sonst dämlich, wenn ich immer da sitze und das was, euch was zeigen versuche und nicht mehr weiß, was es ist. Also, als allererster zeige ich euch Brote mit Gurke. Ich habe eine Zeit lang Gurken geschnitten und immer so ein Kräutersalzgewürz drüber gestreut. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich kann keine Gurken mehr essen, komischerweise. Aber eine Zeit lang habe ich sehr gern gegessen. Dann habe ich einen Eiskaffee. Und da steht dazu auf italienische Art. Das war nicht so ein flüssiger Eiskaffee. Ich hoffe, ich erkläre das jetzt nicht ziemlich dämlich. Sondern das war ein Eis. Komplettes Eis. Und die haben das halt italienische Art genannt. Und ich fand, das war so gut. Das war wirklich gut. Und dann habe ich hier einen Burger, wo Roman und ich mit der Lynn im Saloon waren. Den Burger esse ich ja dort urgern. Dann steht da Marzipan-Palacinke. Danach waren wir nämlich gleich in der Palacinkeninsel. Wer auf meinem anderen Kanal die Videos kennt, wird das schon auswendig wissen. Wir sind ja öfter dort. Ein Kaffee von Maggie, den hat mir der Jan lieberweise mitgebracht, weil ich keinen mehr bekommen habe, egal wo ich reingegangen bin. Dann habe ich hier Toast und Karamellkaffee. Ah ja, da war ich unterwegs. Ich weiß schon wieder. Da war ich unterwegs und ich hatte so einen Hunger. Und ich fahre jetzt in letzter Zeit immer zu früh weg, wenn ich mir die Nägel machen gehe. Und das ist dann dabei rauskommt. Ich habe mich in einen Kaffee gesetzt mit einem Toast. Das hat zu meiner Toastphase beitragen. Ich habe nämlich eine extreme Toastphase gehabt vor kurzem, also im Juli, im Sommer. So, dann habe ich hier Salat. Ich mache mir die meistens ja immer, also ich schnibbel mir das immer selber zusammen. Dann habe ich hier Aufstrich, Eiweißbrot, Gurke. In letzter Zeit habe ich nämlich so eine Phase, dass ich nur Eiweißbrot esse. Und das andere Brot, also das normale Schwarzbrot oder so, eher nicht mehr. Sorry. Ja, also eher mehr so Eiweißbrot. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich hab das Gefühl, ich habe dadurch jetzt wieder zugenommen, aber who cares. Dann steht hier Schnitzelsemmel. Ja, die habe ich mir der Arbeit gegönnt. Dann weißes Brot und Gurken. Da hatte ich frei, ich glaube das war sogar an einem Sonntag, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Und da habe ich mir das hergerichtet. Ja. Dann steht da, wir haben ja dann im Juli eine neue Kollegin bekommen und die macht immer Kuchen und Torten und sowas und hat uns eine gleich am ersten Tag mitgebracht. Die war so lecker. Und auch urschön, oder? Also, ist echt arg. Dann steht hier Fisch mit Salat. Ich habe eine Phase wieder gehabt, wo ich Fisch gegessen habe öfter. Ist wieder vorbei, leider. Was natürlich nicht fehlen darf, ist eine Pizza. Das ist ja gang und gäbe. Und ich habe heute schon wieder Bock auf eine Pizza. Ich ferkel. Ich habe schon wieder voll Bock auf eine Pizza. Also. Dann steht hier Suppe. Ja. Eine Suppe. dann steht hier Carbonara und da habe ich nur ein Video und ich hoffe, ich vergesse euch das nicht einzublenden. Weil das Problem war, da habe ich vergessen zu fotografieren und habe nur gefilmt, aber ich habe das nie in einen Vlog reingeschnitten und deswegen hoffe ich, dass ich das noch aufgehoben habe. Dann steht hier Starbucks Café Karamell. Ja. Ich habe mir die nicht zu gut angeschaut, glaube ich. Wurstsalat, den ich nicht mehr essen kann. Wirklich nicht mehr. Ich habe den eine Zeit lang, also im Sommer habe ich den sehr oft gegessen. Wirklich oft gegessen. Und seitdem kann ich ihn nicht mehr sehen. Wirklich nicht. Den letzten, den ich gemacht habe, habe ich meiner Mama gegeben, weil ich konnte den nicht mehr essen. Bah. Dann steht hier Süßes. Auch von einer Kollegin. Ich weiß jetzt nicht, was genau. Ich habe mir das vorher angeschaut. Ich habe echt Alzheimer. Süßes. Ist das nicht schön? dann wieder Maggie, da hat mein Papa das von Maggie mitgebracht. Und dann steht hier Pommes Schwimmbad. Und von den Essen in Stockerauerbad ist mir immer schlecht geworden. Immer, wirklich immer. Auch nach dem Pommes ist mir schlecht gewesen. Dann sind wir schon bei August. Und da habe ich einen Mozzarella-Thunfischsalat gefuttert, der war so gut. Es gibt ja beim Billa diese Knoblauch-Joghurt-Soße beziehungsweise dieses Dressing. Das habe ich da drüber gekaut, das war so lecker. Dann habe ich hier den Starbucks Karamell Cheesecake. Da war ich mit der Min unterwegs, glaube ich, oder? Stimmt das? Bin mir nicht sicher. Könnte aber gut möglich sein, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber
Es gab ja eine Zeit lang diese Cheesecake-Reihe bei Starbucks und ich habe einen nicht gehabt, leider. Und das bereue ich, weil das ging sich nicht mehr aus. Dann habe ich hier Salat mit Mozzarella-Sticks. Da war ich mit dem Jan essen. Nach meiner Arbeit war das gleich. Dann habe ich noch einen Eiskaffee, da war ich auch mit dem Jan essen. Ja, ich mochte nur diese Kaffeebohnen da oben nicht. Also es hat urschön ausgeschaut, aber es war eklig, wenn man die erwischt hat zu essen. Ich schaue die ganze Zeit auf mein Fenster, weil wir haben ja in Wien so eine... Nicht nur in Wien, ich habe auch jetzt gehört, in Deutschland ist das auch so, diese Stinkekäfer. Vorher saß einer auf dem Fenster. Ich hasse Käfer. Ich hasse Käfer. Ich hasse generell irgendwelche Viecher. Ich hasse diese Dinge einfach. Jetzt freue ich mich schon echt auf den Winter. Also wirklich. Also, ekelhaft. So, weiter geht's. Dann steht hier Mäcki. Ah ja, das hat mir die Kollegin von mir mitgebracht. Weil ich habe extra meine Pause verschoben, weil sie musste weg wegen ihrer Tochter und ich habe dann zu meiner Chefin gesagt, ich warte, bis sie zurückkommt und dann hat sie mir lieberweise was von Mäcki mitgebracht. War auch wohl lecker. Es war zwar nur ein paar Streifen mit so einer speziellen Soße, ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr. Aber es war nicht schlecht. Dann steht hier, ich zeige euch aber zuerst die Vorspeise, aber das habe ich mir gemerkt. Ich habe zuerst eine Vorspeise gehabt, diese Teigtaschen. Ich liebe dieses Restaurant. Das ist in diesem Jasmin-Restaurant, wo der Roman und ich so gerne hingehen. Ich glaube, da waren wir auch schwimmen an dem Tag und danach sind wir dann dorthin gefahren. Das sind diese Teigtaschen, die sind so lecker. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich immer nehme. Ich vergiss das immer. Und als Nachspeise, als Hauptgang hatte ich dann Huhn und Gemüse und das war wirklich, wirklich, wirklich zu viel für mich. Wirklich zu viel. Da war ich mit Damien, glaube ich, unterwegs. Da habe ich wieder einen Starbucks-Kaffee getrunken, diesmal den Cheesecake Mocha. Mir hat, glaube ich, der Cheesecake Heidelbeer noch gefehlt. Aber ich glaube, meine Cousine hat gesagt, der ist sowieso nicht so gut gewesen. Also habe ich nichts verpasst. Dann steht hier Wings und Dollar Chips mit Roman und Lynn. Da gehen wir ja immer hin. Das ist im Saloon. Das reimt sich sogar. War wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Ich liebe diese Wings. Nur kann ich sie auch in letzter Zeit nicht essen. Ich glaube, weil ich es so oft gehabt habe. Dann steht der Schoko-Banane-Eis. Das war so gut. Das ist in dieser Palatschinken-Insel auch gewesen. Das ist so lecker, das Eis. Ich liebe das Eis von dort. Dann steht hier Burger und da steht Berndlbad dabei. Der Roman, Lin und ich waren ja auch im Berndlbad schwimmen. Das war das erste Mal, dass ich dort war. Und das Essen dort ist so lecker. Ich meine, der Burger ist ja sowieso schon schön angerichtet gewesen, aber der war so gut. Der war wirklich gut. Dann steht da was von Mozartbecher. Ich weiß, es war im Sommer eine ziemliche Eisphase. Ich glaube aber, ich weiß gar nicht jetzt, wo das war. Ich glaube, da waren wir nach dem Berndlbad, waren wir dann Eis essen. Da war das dann, glaube ich. Dann steht hier noch Spaghetti-Soße. Ja, da habe ich zwei Bilder, weil ich habe die nämlich selber gemacht. Ich habe einen Kürbis bekommen von einer Arbeitskollegin, das habe ich zusammengeschnitten und daraus eine Spaghetti-Soße auch gemacht. Das ist so lecker geworden. Ich habe das sogar mit einer Kollegin teilt, weil sie gesagt hat, was ich aus den Kürbissen für uns zaubern werde. Und ich habe ihr dann wirklich was mitgebracht, weil es auch echt viel geworden ist. Das kommt aber raus, wenn man sowas bei mir sagt. Dann habe ich hier stehen Mozzarella und Tomatenpizza. Das ist meine Lieblingspizza zurzeit. Ziemlich fleischlos, wo ich sehr stolz bin. Aber die mag ich sehr gern. Die mag ich wirklich gern. Ich glaube, die werdet ihr noch öfter sehen. Dann habe ich hier zwei Bilder vom Coffee Shop Company, von dem Café. Der war so lecker und der schaut auch noch geil aus. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo es noch so viele Shops gibt. Weil bevor Starbucks wirklich in war, zumindest bei uns gab es das ja auch schon mit Coffeeshop, aber ich fand Coffeeshop immer irgendwie besser. Nur leider haben die viele Filialen zugemacht. Es gibt keine in der Millennium City mehr und irgendwo haben es noch eine zugemacht. Und es gibt kaum noch solche Coffeeshop, leider. Und ich mag die aber wirklich gern. Also ich gehe viel lieber irgendwie dorthin als Starbucks. Die sind zwar auch teuer, aber ich mag das irgendwie lieber, ich weiß nicht. Vielleicht, weil es einzigartiger ist. Dann steht hier Eisshake. Ja. Ich weiß nicht mehr, was für ein Eisshake das war. Wahrscheinlich wieder Palatschinkeninsel. Ich verstecke mich hier schon. Also. Dann steht hier Wurst. Mein Bruder hat extra ein Essen gemacht und hat so Wurst abbraten mit Kartoffelpüree, glaube ich. Und da habe ich mitessen dürfen. Jetzt kommen wir schon zu September. Und September ist am wenigsten gewesen, weil da habe ich aufgehört, so ein bisschen zum Fotos sammeln. Weil sie es irgendwie wiederholt hat. Mein Bruder hat nach meiner Arbeit auch gekocht. Da hat er mir Spaghetti gegeben. Sogar hergerichtet schon, wie ich gekommen bin. Dann steht da Mozart-Torte. Die wollte ich unbedingt haben, weil die habe ich in der Billa-Reklame gesehen.
Aber ich fand die jetzt nicht so berauschend, auch wenn da jetzt viele Oh mein Gott Smileys sind, aber so gut war sie jetzt nicht. Dann steht da Mackie mit Lynn. Ich glaube, da war ich nämlich wieder shoppen. Und da waren wir gemeinsam bei Mackie. Dann habe ich ja, also wir waren ja auch am Kirtag. Leider habe ich da den Baumkuchen nicht fotografiert, aber da habe ich auch gegessen einen Langosch mit Sauerrahm und Käse und ich liebe das, das schmeckt so gut. Es schaut auch voll lecker aus, finde ich, aber es ist auch wirklich gut. Dann steht hier Pizza, Mozzarella, Tomaten und Mais. Das ist wieder die, von der ich gesagt habe, die werdet ihr jetzt öfter sehen. Und dann kommt das Beste. Gefüllte Palatschinken. Das ist wieder von der Palatschinkeninsel. Ich glaube, ihr werdet das nicht mehr hören können. Aber die sind so geil. Da ist Verschiertes drinnen, Käse überbacken und ich hatte noch welche mit Mozzarella oben drauf. Mit Tomaten. Obwohl ich nicht so ein Tomatenfan bin, fällt euch das auf, immer mehr Tomaten schleichen sich da ein. Danach habe ich noch einen Eisshake getrunken. Da war ich, glaube ich, mit der Lynn auch wieder unterwegs, wo wir die da waren wir zuerst im Donauzentrum shoppen und dann waren wir in der Palatschinkeninsel. Da hatten wir dann beide einen Eisshake, das Foto seht ihr hier. Und dann haben wir danach einen Kaiserschmarrn bestellt, was der größte Fehler war, weil den haben wir beide nicht geschafft. Das war der Kaiserschmarrn Bondi. Ich liebe den, ich würde ihn auch öfter essen, aber das Problem ist, ich schaffe ihn nie aufzufuttern. Das letzte Mal, nicht einmal zu zweit haben wir es geschafft. Und das, glaube ich, heißt schon was. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich ein bisschen verpeilt manchmal bin, obwohl ich mir vorher die Fotos gerade angeschaut habe, aber who cares? Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben, ob ihr jetzt wieder Hunger habt, weil das höre ich oft, beziehungsweise lese ich oft. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!